Das müssen wir doch alle lernen. Wir müssen doch eine Dienstleistungsgesellschaft werden. Wir alle müssen mit unseren Ressourcen handeln und uns gegenseitig die Dinge anbieten und austauschen. Das sagen alle Parteien. Dienstleistung ist das Zauberwort. Bei allen Parteien, von rechts bis links. In den Parteien wurden Dienstleistungen immer hoch geschätzt. Koffer schleppen, Klinken putzen, Arsch kriechen. Die SPD schreibt in ihrem Programm, das 21. Jahrhundert gehört den Menschen, die auf andere Menschen zugehen, die zeitlich und räumlich flexibel sind. Das sind in erster Linie zwei Gruppen. Selbstständige und Obdachlose. Jeder kann frei wählen. Die meisten nehmen erstmal selbstständig und wechseln dann später. Aber das Jobwunder ist da ausgeblieben. Dienstleistungen, Jobwunder, wo ist es denn? Kann man sich in Düsseldorf auf der Kühe die Schuhe putzen lassen? Haben Sie alle eine Haushaltshilfe? Wo ist es denn? Die Amerikaner haben das alles. Jobwunderland Amerika, unser Vorbild. Die haben eine ganz andere Dienstleistungsmentalität. Da wäscht wirklich eine Hand die andere. Der Mittelklasse-Amerikaner hat heute drei Jobs parallel. Die haben eine Putzstelle, um sich eine Haushaltshilfe leisten zu können. Das ist eine ganz andere Kreativität. So ein Pizzaservice, der bringt Ihnen die Pizza nicht einfach, der isst die auch für Sie auf, wenn Sie wollen. Super Diätidee übrigens. Genauso teuer wie Slim Fast, Sie brauchen den Papprei nicht mal schlucken. Die nehmen auch schon mal ein Stückchen Kruste als Trinkgeld. Die sind da völlig flexibel. Und die Amerikaner sind immer gut drauf. Waren Sie mal da? Das ist eine ganz andere Stimmung als hier. Die strahlen sie mal an, die sind freundlich, fröhlich. Der Job kann noch so mies sein. Die machen den Job, die haben den Job, den machen die so gut, die können. Die sind fröhlich und freundlich. Jetzt kommen die Amerikaner schon so auf die Welt. Das ist der Unterschied, das ist das Problem. Die deutschen Babys, die kommen ja schon raus. Diese amerikanischen Babys, die kommen auf die Welt, die strahlen ihre Eltern an. What can I do for you? Dann saugen die den Servicegedanken mit der Muttermilch ein. Es gibt amerikanische Firmen, sie unterschreiben da im Arbeitsvertrag, dass sie während der ganzen Arbeitszeit freundlich lächeln. Überlegen Sie mal, stundenlang grundlos fröhlich sein. Das kennt der Rheinländer höchstens vom Sitzungskarneval. Die Amerikaner können das alles. Der Gründer der erfolgreichsten Einzelhandelskette der Welt, Walmart, kommt ja gerade auf den deutschen Markt, wird nicht Walmart heißen, wahrscheinlich werden wir das Walmacht nennen. So wie Wollwort. Der Gründer von Walmacht hat in den USA die sogenannte Drei-Fuß-Regel eingeführt. Wenn in amerikanischen Walmart-Geschäften ein Kunde sich bis auf eine bestimmte Entfernung einem Verkäufer nähert, ist der Verkäufer vertraglich verpflichtet, den Kunden sofort freundlich anzusprechen. Er muss ihn auf Sonderangebote hinweisen, die um den Kunden herum im Regal angeboten werden. Ob der Kunde was wollte oder nur in die Hacken gefahren ist, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn Sie die Grenze überschreiten, werden Sie angesprochen. Die packen einem auch an der Supermarktkasse die Sachen in die Tüte. Das ist aber auch ein toller Service, wenn Sie das mal erlebt haben. Nicht wie hier der Stress an der Kasse. Nein. Die haben das ausprobiert in Deutschland. Die haben Modellversuche gemacht. Wirklich. Die Deutschen wollen das nicht. Tun Sie die Finger weg, der junge Mann. Und lass das einmal. Ne? Das mache ich selber. Sie packen mir da die Eier nach unten, da weiß ich ja gar nicht, was Sie tun. Sie packen Ihr Tüten, dann haben Sie da eine Ausbildung oder was? Da muss bei uns die Handwerkskammer erstmal Richtlinien erlassen. Man hat viel versucht bei den Dienstleistungen. Die Post hat nach der Privatisierung in großen Schulungen versucht, ehemalige Beamten das Lächeln beizubringen. Da mussten zum Teil ganze Muskelgruppen neu auftrainiert werden. Und es ist verblüffend, wenn Sie heute so eine Post reingehen. Wenn ich vor 10 Jahren ausgewandert wäre und käme heute zurück und ging in eine Post rein, das würde ich doch gar nicht glauben. Helle, freundliche Pastelltöne. Wir haben offene Schalter, man kann die Leute sehen. Man kann die sogar ansprechen, nicht durch so komische Schlitze. Die haben Namensschildchen. Bevor ich mich dem Schalter ganz genähert habe, sagt jemand freundlich, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Da würde ich denken, das ist doch nicht die Post, das sind doch Betrüger hier. Vor 5 Jahren saßen die alle noch hinter Panzerglas, um Briefmarken zu verteidigen.
und da war nur für eine Sorte ausgebildet. Und wenn man früher in der Post den Fehler macht und lief auf einen freien Schalter zu, hieß es sofort, hier, der Schalter ist geschlossen. So war das früher, oder? Und es hat mir besser gefallen. Es war ehrlicher. Die tun nur anders so mit ihrer Grinserei bei der Post. Die Amis sind so. Diese Postbeamten, die grinsen mich an, innerlich kochen die vor Wut, weil die mich angrinsen müssen. Bei der Bahn dasselbe Theater. Diese alten Muffel auf dem Bahnsteigen. Was sind die freundlich geworden? Das halten sie doch bald nicht mehr aus. Je unpünktlicher die werden, desto freundlicher werden die bei der Bahn. Denen gebe ich ja noch 4 Wochen, da laufen die nur noch kichernd über ihre Bahnsteige. Ich glaube, der Mehldorn hat ein ganz neues Konzept. Der will den Aufenthalt auf den Bahnsteigen so schön machen, dass keiner mehr die Züge vermisst. Dieses sagenumwobene Unternehmen hat jetzt bis zu 15.000 Minuten Verspätung am Tag. Steht so in der Zeitung sowas. 15.000 Minuten. Das sind 10,5 Tage Verspätung. Am Tag. Wenn die Geld sparen wollen, warum hören die nicht auf, die blöden Fahrpläne zu drucken? Warum sagen die nicht, kommen Sie, wenn Sie wollen, wir fahren, wann wir wollen? Die Deutschen würden sagen, alle Wetter, die Bahn. Aber freundlich sind sie, das muss man sagen. Selbst im Speisewagen werden sie heute freundlich bedient. Nur wenn mir so ein Mitropa-Kaffee mit einem Grinsen serviert wird. Ist das freundlich? Ich finde das zynisch. Ich will das alles nicht. Mir muss gerade die Schuhe putzen. Ich will auch nicht so blöd angequatscht werden, wenn ich einkaufen gehe. Ich will meine Ruhe haben, wenn ich einkaufen gehe. Viele Deutsche sehen das so. Manche sagen ja, Dienstleistungen in Deutschland, vergiss es doch, die Deutschen sind ein Herrenvolk. Die können überhaupt nicht dienen. Das ist ein Herrenvolk. Ich glaube, es ist anders. Ich glaube, die Deutschen können nicht bedient werden. Ich halte die Deutschen mehr oder weniger für unbedienbar. Meine Theorie ist, der Deutsche steht morgens auf und da ist er schon bedient. Es ist zu kalt, zu warm, zu nass oder zu trocken. Diese ganze Freundlichkeit, das ist uns Deutschen doch zutiefst suspekt. Das erkennen Sie an der deutschen Sprache. Wenn einer richtig, wirklich freundlich ist, sagen wir Deutschen, der ist aber scheiß freundlich. Diesen Begriff können Sie in keiner anderen Sprache der Welt übersetzen. Das muss unsere vielgesuchte nationale Identität sein. Diese Unfreundlichkeit, dieses Meckern, Motzen, Muffeln. Es gibt eine Theorie in der Völkerkunde, die sagt, Nationen definieren sich über die negativen Eigenschaften, die sie haben. Beispiel: Die Indonesier haben angeblich einen Brauch, die löffeln lebenden Affen das Hirn aus. Riesensauerei, ja. Wissen die Indonesier auch. Aber nach dieser Theorie würden die Indonesier jetzt sagen, ja, das ist eine Riesensauerei, aber wir sind die Einzigen auf der Welt, die das machen. Das grenzt uns von allen anderen ab, das definiert uns als Indonesier. So wäre das mit uns Deutschen auch. Wenn ich einen Handwerker rufe, der sagt, ich komme morgen früh um 9. Ein schöner Scherz in sich, ich weiß. Aber lachen Sie dann mal, wenn er das sagt. Ich komme morgen früh um 9, er kommt 2 Tage später, nachmittags um 3. Tut keinen Schlag, er hat das falsche Werkzeug dabei oder das falsche Ersatzteil. In dem Moment, wo er das merkt, meckert er mich voll an. Das wäre meine Schuld, ich hätte mir was völlig Falsches erzählt am Telefon. Will dann noch für 600 Meter Anfahrt 30 Mark haben. Da möchte ich ihm auch am liebsten das Hirn auslöffeln.